Der Tabellenzweite zu Gast beim 14. Rodrigo Pastore. Zwischen zwei Endspielen im FIBA Europe Cup gegen Başakşehir hier die Aufgabe in Göttingen. Keine leichte, denn Göttingen ist immer top motiviert gegen die Top-Teams der BBL. Aber Chemnitz passt gut auf und Chemnitz räumt gut auf in der Anfangsphase in den weißen Trikots. Hier der Abschluss von Garrett und die frühe Führung für die Chemnitzer, die sich immer wieder gut unter den Korb bringen. Leichte Punkte bekommen, sowie hier auch durch Jebo, der am Ende der ersten 10 Minuten richtig aufdreht, immer wieder den Ball bekommt, immer wieder gute Abschlüsse. Kreiert hier von Kajami Keane, auch der fällt. Und Chemnitz spielt sich etwas nach vorne und hat dann sogar noch Glück. Nach einem verlegten Wurf kommt der Ball zu wem? Na klar, Jebo trifft auch den von der Dreierlinie und damit 28:20 Führung für Chemnitz, die da weitermachen, wo sie im FIBA Eurocup ersten Finale beim 11-Punkte-Sieg aufgehört haben. Sie bringen die Big Man auch Jonas Richter gut ins Spiel, der kommt am Ende auf 11 Punkte. Jebo wieder sehr überzeugend mit 16 und 5 Rebounds und Richter auch in der kommenden Situation sehr aufmerksam, leicht abgelegt und das Ganze in einem 21:0 Lauf. Für Chemnitz, die führen mit 44:20 zwischenzeitlich zur Pause, verkürzt Göttingen dann noch ein bisschen. Hier haben wir diesen hohen Vorsprung, weil Antisevic endlich mal einen Dreier reinwirft. Das war nach etwas über 5 Minuten im dritten Viertel der allererste Korb für Göttingen. Rein ins dritte Viertel und wir sehen es, Göttingen kommt langsam rein über gute Verteidigung und dann fängt auch DeJulius endlich an zu treffen. Der war gar kein Faktor in der ersten Halbzeit, die Nachverpflichtung, dann aber mit 10 der ersten 11 Punkte im dritten Abschnitt. Der Vorsprung bleibt aber stabil, weil immer wieder Chemnitz auch zu leichten Punkten kommt. Hier der schöne Abschluss von Jebo. Keine Hilfe unterm Korb. Cilic beschwert sich. Er hatte früh Foulprobleme. Cilic genauso wie Hartwig auf der Big-Position. Aber sie bleiben drauf und müssen hier erkennen, dass Van Beek immer die richtige Antwort hat. Immer wenn Göttingen etwas näher rankommt, wirft Van Beek und trifft. Er kommt am Ende auf überragende 24 Punkte. Aber wir sehen es hier. Nochmal Anlauf genommen, Umoja Gibson. Auch er wird jetzt heißer und hilft Göttingen, dass der Vorsprung weiter schrumpft. Ja, den kennen wir schon. Van Beek. Es sieht alles danach aus, dass Chemnitz weiter schadlos bleibt in der Liga, außer gegen Bayern, Ulm und Berlin. Sogar dieser spektakuläre Abschluss. Give and go, klasse Pass auf DeAndre Lansdowne, der wieder viel Gutes tat. Aber dann, wir sehen es hier, den Ball nicht trifft. Auf der anderen Seite der Abschluss von Hume. Chemnitz gibt eine 24-Punkte-Führung. Langsam aber sicher aus der Hand. Kurz danach zwei Freiwürfe, den ersten schon getroffen. Gibson, kann er ausgleichen? Er kann. Das nächste Play muss entscheiden. Da geht der Ball nochmal raus. Gibt es die Overtime oder kommt Chemnitz davon? And Lansdowne mit dem Wurf. Nein. Es gibt die Overtime. Riesenjubel in der Sparkassen-Arena. Wieder einen Favoriten so richtig geärgert. Aber Chemnitz gut drin in der Overtime. Der Ball erst einmal von Van Beek abgenommen. Der einfache Dank für Garrett. Es ist eine 4-Punkte-Führung. Garrett mit 18 Punkten, 7 von 14 aus dem Feld. Aber Göttingen hat eine Antwort und die heißt Kalis Cilic. Der trifft den Dreier und danach gelingt Chemnitz nichts mehr. Göttingen mit der faustdicken Überraschung 100:99 in der Overtime. Der 14. schlägt den zweiten und dementsprechend enttäuscht fährt Chemnitz nach Hause. Yeah, I think we knew we could just never really give up. We knew we needed to play a little bit better, make some shots down the stretch, and ultimately that's what we did. You know, we wanted to get stops and that helped us too. We were up 15 points there, then cut it to 10, and then just, you know, they were chipping away and lapses defensively, one-on-one containment, not securing the defensive rebound, all that stuff was a recipe for why we lost the game today. Emotionaler Sieg für Göttingen, da die Konkurrenz im Abstiegskampf ebenfalls erfolgreich war. Extrem wichtiger Erfolg für Olivier Foucault.
Göttingen feiert, Chemnitz muss sich schnell wieder sammeln für das Rückspiel im FIBA Europe Cup Final. Alle Spiele live und auf Abruf bei Dein.